So, ich bin in der Theorie gleich bereit reinzustarten. In der Theorie, denn in der Praxis ist es mir ein unglaubliches Anliegen, euch daran zu erinnern, dass ihr uns auf triple20.net unterstützen könnt. Von dort aus findet ihr nämlich patreon.com/triple20 und ko-fi.com/triple20. Und ich bin so froh, dass ich die Kurve noch bekommen habe. Mein Gehirn hat Probleme mit der Informationsverarbeitung, aber es hat noch funktioniert. Die Muscle Memory in der Zunge ist noch da. Gut. Liebster Spielleiter, Ja. wollen wir starten? Super gerne. Wisst ihr noch, was beim letzten Mal geschah? Schlimme Dinge. Zerstörte Träume im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sind im Prinzip aus dem Traum abgehauen, sind in das Dorf, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt. Da sind wir dann in der Kneipe, haben uns mit unserem Kontakt, dessen Namen mir nicht mehr einfällt. Ich bin Marsha. vorbereitet. Marsha, genau. Und dann hat der Traum, also weil auch die Stadt in einem Traum war, angefangen in sich zusammenzubrechen. Und wir sind schnell abgehauen und jetzt sind wir verwirrt. Genau, ihr habt noch ein paar Leute gerettet auf dem Weg und mitgenommen, aber ansonsten trifft es das eigentlich ziemlich gut. Hat noch irgendjemand irgendwelche Fragen, bevor wir starten? Wir waren am Ende. Haben wir versucht, die anderen Schiffe, oder ich habe versucht, die anderen Schiffe zu kontaktieren und wir haben Ja. versucht, einen Hafen, einen nahegelegenen Traum anzusteuern oder so. War da schon klar, welchen? Nee, das war Oder zu sollten wir dem. das jetzt? Okay, das war okay, gut. War unsere Aussage nicht einfach der nächsten, um erstmal die Leute loszuwerden und nicht eine Randvoll Schiff durch die Gegend eiern zu müssen? Ja, aber darüber reden wir gleich. Lasst uns erstmal Okay. offiziell reinstarten und dann klären wir das. Herzlich willkommen zu Dreamcatcher von Triple 20. Wir spielen Fate in einer super coolen Eiswelt mit vielen Träumen und viel Fantasie. Ich bin Bernie, ich bin der Spielleiter und ich habe heute die große Freude zu spielen mit Arina. Hi, ich spiele Onuk, einer Traumsammlerin vom Stamm der Traumwächter. Mit Christopher. Hi, ich spiele Flix Twinkelstar, die Kapitänin der Dreamcatcher. Mit Leon. Hallo, ich spiele Mirja Hajo, die Ingenieurin, Bastlerin der Dreamcatcher, die alles zusammenhält. Und zu guter Letzt mit Thomas. Hallo, ich spiele Margret, die Eisflüsterin und Co-Pilotin der Dreamcatcher. Nicht In Co-Pilotin, der. Pilotin, buh. Was? Pilotin. Ach so. Dachte, du wärst Navigatorin. Ja, das ist ja alles das Gleiche. If you say so. Wir hatten in der letzten Szene, wie ihr gerade schon im Rückblick erwähnt habt, im Minendorf Anun den Moment, in dem sich der Traum aufgelöst hat und zerstört wurde. Das heißt, das ganze Gebilde mit dem Minendorf, dem Schacht und alles wurde wieder zu normalem Eis. Aber nicht nur zu normalem Eis im Sinne von wie vorher, sondern wirklich normales Eis, was Margret sehr deutlich gespürt hat, dass diesem Eis jegliche Magie gefehlt hat. Ihr seid mit eurem Schiff aufgebrochen und noch zwei, drei anderen Schiffen, habt so viele Leute mitgenommen, wie ihr konntet und seid dann erstmal weg von diesem Traum zum nächsten Hafen, um die Leute abzusetzen. Genau. Mein Vorschlag wäre, ihr könnt das aber gerne mit diskutieren, dass wir diesen Teil überspringen und zu einer anderen Szene wechseln und sagen, ihr habt die Leute abgeliefert, es gab große Verwirrung, aber die Leute sind erstmal so sicher. Und dann wäre quasi die Frage, was ihr als nächstes machen möchtet. Also ich Ja. hätte. Ich ich wollte nur. Hört auf, alle haben Ideen? Damit habe ich nicht gerechnet. Nee, nicht Ideen. Ich habe nur noch die Frage, ich nehme mal an, wir haben ja dieses Gerät, diese Kiste, was auch immer da drin war, nicht abgeliefert. Also wir konnten ja noch keine Gelegenheit, die quasi vom Schiff zu befördern. Und Marsha ist ja jetzt quasi weg. Haben wir das Ding noch? Ja. Haben wir Marsha nicht mitgenommen? Ja, dachte ich eigentlich Doch, auch. Marsha haben wir mitgenommen, aber Weil ich du meine, sagtest, sie ist was, weg. ja, na, wir haben ja alle abgesetzt. Die Frage ist halt, sie ist vermutlich auch mit abgesetzt, das wäre jetzt die Frage. Und ob Marsha das Ding überhaupt noch
verwenden kann oder braucht oder ob wir das jetzt mit abgeliefert haben. Genau, das war jetzt einfach so die Frage. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Handelt ihr Verträge aus für diese Beförderung von Waren? Ja, schon, klar. Was würdest du denn denken, würde in so einem Vertrag drinstehen, im Fall dessen, dass zum Beispiel das Gerät nicht am Zielort abgeliefert werden kann, aus welchen Gründen auch immer? Technisch gesehen haben wir es am Zielort abgeliefert, eben, oder? Erstens das. Das ist ja jetzt eine, also das wäre jetzt eine Streitfrage für die Juristen oder und so. Und die Frage ist halt auch, was machen wir, wenn es den Zielort nicht mehr gibt? Also ich meine, da wäre ja der Vertrag nichtig in dem Sinne. Also so aus meiner Sicht. Weil gehört es jetzt uns. Yay. Ich meine, im Zweifelsfall weiß ich nicht, wie ihr das geklärt habt, aber dann habt ihr wahrscheinlich bloß die Anzahlung bekommen und bekommt nicht das volle Gehalt dafür. Für den Transport, ja, wahrscheinlich, genau. Aber als Ausfall sozusagen für uns, ne, diese Gesamtzahlung, haben wir ja dann jetzt dieses, was auch immer da drin ist. Das kannst du gerne so handhaben. Marsha wird nicht nach dem Gerät fragen, sie hat andere Sorgen. Okay. Dann also es ist quasi in den Wirren des Chaos verloren gegangen. Cool, ja, also dann würde ich natürlich, nachdem wir das hier abgesetzt haben, also so bin ich ja schon bisschen neugierig darauf, was da drin ist, so. Ne? Aber ich konnte mich dieses Mal zurückhalten, da nicht reinzugucken. Aber nachdem das quasi passiert wäre, wäre ich die Erste, die quasi dann in diesem, ja, wie auch immer, Transportraum ist und versucht, diese Kiste dann da aufzuhebeln, um zu gucken, was da drin ist. Das kannst du machen. Dazu kommen wir dann gleich. Ich meine, an sich können wir es auch kurz beschreiben. Also, es ist halt wirklich ein großes, nicht zusammengesetztes Gerät in. Nicht komplett Einzelteilen, aber es ist ganz offensichtlich, dass es so nicht funktionstüchtig ist, wie es da liegt. Und es ist halt, wie gesagt, ein sehr großer Bohrer. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, es waren 4 Personen, die das bei euch an Bord transportiert haben. Das Ding ist elendig schwer und sieht aus wie ein Hightech-Bohrer. So Hightech, wie es in dieser Welt eben geht. Haben wir die Chance, das irgendwie an den Mann zu bringen? Oder ja, an die Frau? Ich hätte jetzt nicht mal gesagt unbedingt an den Mann, sondern meine Idee wäre jetzt gewesen, dich zu fragen, Mirja. Möchtest du jetzt einen Bohrer an unser Schiff dran bauen? Können wir damit was anfangen? Ich meine, ernsthaft, was jetzt mal ganz theoretisch. Wir sind mit dem Schiff unterwegs und stoßen jetzt auf Eis. Also im Sinne von nicht magisches Eis. Da, also aber wir können doch schon durch Eis durchfahren. Ja, richtig. Aber du weißt, dass unser Antrieb darauf basiert, dass dieses magische Eis quasi abgebaut wird, durch dieses antimagische Schild und nach hinten geleitet wird. Und muss irgendjemand mit dem Eis reden, um dem zu sagen, dass es mal ein bisschen Platz machen soll. Das klappt mit normalem Eis nicht. Das wird mit normalem Eis nicht funktionieren. Und meine Idee war jetzt, ob du das hinbekommen könntest, unser Schiff so weit aufzumotzen, vielleicht diesen Bohrer zu verwenden, um dann eventuell uns durch was auch immer befördern zu können. Schaffst du das? Das würde ich jetzt mal ein bisschen dem Spielleiter überlassen. Ob Nein, einen guten Crabwurf, würde ich mal sagen. Ob er das für realistisch hält, dass ich das mit diesem Gerät tun kann. Aber prinzipiell, wenn das möglich ist, schaffe ich das natürlich. Ja, das wollte ich hören. Ich bin die beste Mechanikerin, die es gibt, hallo? Das wollte ich ja. Lass ich so stehen. Ich würde eher so dauerhaft in Frage stellen, wie viel Sinn das macht, da so einen Bohrer dran zu haben. Oh, you never know. Okay. Lieber haben als brauchen. So einen Bohrer kann man da immer mal, weißt du? Also, dass wir dann halt im Prinzip uns auch durch natürliches Eis tunneln können. Irgendwann, wenn wir den fiesesten Endgegner haben, stürzt sich die Dreamcatcher auf den mit dem Bohrer dran vorne und wir gewinnen das Ganze. Okay, der Bohrer wird nie in der Lage sein, ein Loch zu buddeln, das so groß ist, dass das Schiff da durchpasst. Okay. Also der ist groß, um einen Schacht zu legen. Du kannst dir das Ding gerne angucken. Also vielleicht kannst du so einen Meter damit bohren, im Durchmesser. Aber kann ich den an einen rotierenden Arm packen, sodass er sich vor unserem Schiff dreht und somit den Radius des Bohrkopfes sozusagen vergrößern. Ja, mega geil. Richtig cool. Finde ich richtig gut. Danke, Mirja, für diese Anregung. Du machst das. Genau. Ich würde gern Konstruktionspläne dazu sehen. Beim nächsten Mal. Ja. Das ist so verrückt, das könnte funktionieren. Geil.
Naja. Ich habe auch überlegt, naja, weißt du, was mir auch noch gerade eingefallen ist? Was ist denn, könnten wir diesen Bohrer vielleicht abschießen mit einem Seil hinten dran und der bohrt sich irgendwo rein und wir könnten dann. Ah, oder ist das zu viel? Bohrer. Weißt du, was ich Also, meine? nee, jetzt kann ich dir nicht ganz folgen. Du möchtest den wie einen Enterhaken durch die Gegend Ja, schießen? stell dir vor, also wie ein Enterhaken fürs Schiff. Also, ja, wir kämpfen jetzt nicht gegen andere Schiffe, zumindest ist das ja im Regelfall nicht, aber jetzt überleg mal, was wäre, wenn wir das doch mal benötigen würden. Also wir schießen den Bohrer ab, der bohrt sich dann da rein noch, der muss sich quasi noch drehen und wir hängen dann mit dem Seil da dran, auf was auch immer wir schießen. Ich stelle mir gerade vor, dass Aber wahrscheinlich bei jeder Warenlieferung, die ihr in den letzten Jahren hattet, jedes Mal dieses Gespräch stattfindet. können wir das nicht irgendwie verbauen? Ja, also genau. physikalisch sehe ich jetzt erstmal das Problem, dass hinter dem Bohrer dann keinerlei Druck herrscht, der dafür sorgt, dass sich das Ding tiefer bohrt. Naja, das Und ist mir ich jetzt schon zu glaube, viel. Kriegst du das hin? Ich Ah. habe mich Leon gefragt, sagt wie jetzt es einfach mal funktioniert. nein. Okay. Und was sagt Merja? Merja würde, glaube ich, auch nein sagen. Bruder sagt nein. Das klingt für mich nach Quatsch. Na gut, dann die Sache mit dem Normalen, dass wir das irgendwie dran machen an einem Abend. Okay. Normal. Dankeschön. Wie sich Merja und Flix da unterhalten, während um ihn rum weinende Kinder. Nee, die habt ihr abgeliefert. Ach so, das ist schon nach der Ablieferung, ja, Ja, immerhin, na ja. klar. Ich hätte jetzt noch die Frage gehabt, ich weiß nicht, ob du das letztes Mal schon beantwortet hast oder so, aber ist es uns möglich, da raus zu, also war irgendeiner auf unserem Schiff oder auf den anderen Schiffen, die mit uns gefahren sind, aus dem, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber aus dem Ort, wo wir waren. Also im Hallo. Prinzip möchte ich einfach nur feststellen, ob die Personen, die aus dem Traum stammen, sich auch auflösen. Ja. Ja, die lösen sich auch mit auf, oder? Ja. Nee, ich erinnere mich an die Frage, aber soweit ich mich, wenn ich mich richtig entsinne, hatten wir gesagt, dass die Leute, soweit ihr es mitbekommen habt, zumindest die da waren, sich alle aufgelöst haben und zu Eis geworden sind. Okay, also niemand, der aus diesem Traum stammt, hat überlebt. Unseres Wissens nach. Ja, danke. Wichtiger Nebensatz, aber ja. Ja. Ja gut, das ist ja dann schlimmer als ne? Was ich noch sagen wollte, ich hätte gerne so eine Art, also nachdem das alles so diese Hauptsachen abgearbeitet werden, hätte ich gerne so eine Art Mannschaftsversammlung gemacht. Also, wir haben jetzt die Sache mit dem Bohrer geklärt und so weiter, ne? First things first sozusagen. Und dann hätte ich, glaube ich, aber schon alle zusammen quasi gerne besprochen, dass wir, also ich glaube, das wäre eigentlich auch ganz normal so für uns als Crew, um das irgendwie aufzuarbeiten zusammen. Es sei denn, jemand möchte jetzt noch was davor machen, logischerweise. Also ich schätze, Unuk wäre vor dem Meeting in ihrer Kabine und würde wahrscheinlich alle möglichen Aufzeichnungen, die sie dabei hat, durchwühlen und hat so ein Stück Pergament, auf das sie was gekritzelt hat. Mit schwarzer und roter Farbe und sieht leicht, leicht zerrupft aus, weil sie sich wahrscheinlich auch ziemlich oft die Haare so durchgewuschelt hat. Ah, okay, ich wollte Leicht gerade fragen, ob das panisch. Pergament zerrupft ist oder sie. Nee, sie ist ein bisschen angerupft, ja. Wie viel Zeit ist denn? Margaret wird sich, glaube ich, am liebsten aufs Ohr hauen, um versuchen, also habe ich, glaube ich, mal erzählt am Anfang, wenn sie träumt, hat sie die einzige Chance, ihren Heimattraum irgendwie zu finden. Weil das ist gerade ein bisschen pressiert, glaube ich, gerade ein bisschen mehr rauszukriegen, wo ich herkomme, weil wenn das auch verschwindet. Upsa. Ja. Lebensgefahr. Okay, dass wir kurz drüber sprechen. Ihr seid, sagen wir mal, so ein paar Stunden unterwegs gewesen, als ihr von dem Minendorf dann zu einem nächsten sicheren Traum gefahren seid. Und dann sind wahrscheinlich jetzt noch mal ein paar Stunden vergangen, wo Flix die Kanone begutachten musste und mit Mary diskutiert hat. Gut, dann ist Margaret auf alle Fälle schlafen gegangen. Ja, Wenn das also für noch so ein alles. Powernap ist auf jeden Fall Zeit Ja. gewesen.
Ansonsten ist die Laune nicht besonders gut. Möglicherweise hat sie sogar Panik. Eine unruhige Traumnacht. Ja. Aber richtig beitragen kann sie jetzt, glaube ich, erstmal nichts. Mhm. Gut, das heißt, dass keiner quasi noch irgendwas Dringendes, abgesehen davon, erledigen möchte und dann die Versammlung anfängt, ja? Gerne. Nun, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, treffe es dann eher, also wenn jetzt der nächste Morgen ist, wahrscheinlich eher beim Frühstück oder so. Mhm. Aber das, ja, genau. Und die beiden Konstrukte würden quasi so ein bisschen in der Küche stehen und immer so ein Ei hochwerfen, mit der Pfanne wieder auffangen und so in dem Ofen laufen ein paar kleine Feuerelementare rum und alles wuselt und macht so ein bisschen. Genau. Und wir würden uns dann, glaube ich, so nach und nach alle in der Küche eintreffen zum üblichen Morgenbriefing. Ist das dann eine unangenehme Stille am Anfang? Also habt ihr schon... Von meiner Seite auf alle Fälle. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für dich, oder? Also, weiß ich nicht. Och nö, ich wollte ja nicht den Nino nochmal spielen. Also tatsächlich würde ich Margit nicht unbedingt als schweigsame Person sehen. Okay. Aber ich glaube, Mirja würde auch an irgendwas rumbasteln, so wie immer. Also irgendwas hat sie in der Hand und bastelt da rum, macht es sauber, repariert es, was auch immer. Vielleicht haben die beiden Konstrukte kleine Fehler, wenn sie die Eier hochwerfen und fangen. Und das muss man auf jeden Fall noch tun. Genau, also an irgendwas schraubt sie rum und macht damit auch durchaus irgendwie Geräusche und Krach und Lärm. Ja, Unuk hat wahrscheinlich schon einen Teller mit Essen. Und statt normalerweise am Tisch zu sitzen, läuft sie mit dem Teller immer so auf und ab und flüstert so vor sich hin. Nimmt einen Happen von ihrem Teller, steckt sich die Gabel dann aber nicht in den Mund, läuft halt so hin und her. Okay, das kriege ich natürlich mit, ne? So. Nicht. Und würde sagen, so, Leute, jetzt beruhigen wir uns erstmal alle. Ich weiß, das war wirklich für uns alle auch irgendwo, glaube ich, ein ziemlich traumatisches Erlebnis. Wie ich das so sehe, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen mehr noch. Lasst uns erstmal kurz zusammensetzen und besprechen, vielleicht auch erstmal ein bisschen sammeln, wie geht's euch? Wie geht's euch damit? Ich meine, konntest du schon irgendwie herausfinden? Ich meine, du bist noch da, ne? Maggie, daher gehe ich jetzt im Moment davon aus, dass dein Traum noch existiert. Also ist jetzt nur meine Vermutung, ne? Vielleicht konntest du auch schon Verbindung aufnehmen und du, Unuk, dir scheint es auch nicht so gut zu gehen. Wollen wir erstmal ein bisschen drüber reden? Ich meine, wir konnten immerhin einige Leute retten. Darf ich kurz was einwerfen, nur als Frage zum Verständnis? Kann es sein, dass Flix nicht so richtig klar ist, was da eigentlich passiert ist und was das bedeutet? Nö. Okay. Das ist ihr nicht klar. Also. Gut. In dem Ausmaß so. Wahrscheinlich. Björn, vielleicht mal um ein bisschen Worldbuilding. Du hast ja gesagt, diese Fraktion, der Eis-Elementar muss weiterschlafen und das Eis-Elementar muss aufwachen. Wir hatten festgelegt, sowas ist noch nie passiert. Aber es gibt Leute, die das quasi schon, ich hab's ja schon immer gewusst, sagen, oh Gott, wenn der irgendwie aufwacht, dann verschwinden all seine Träume. Das heißt, die Schlussfolgerung, dass jemand vielleicht seinen Schlaf gestört hat und deswegen jetzt irgendwo ein Traum verschwunden ist, ist jetzt zumindest nicht total aus der Luft gegriffen, wenn man an sowas glaubt. Ja, nee, die könnte man auf jeden Fall ziehen. Ist genau wie du gesagt hast, wenn man an sowas glaubt, man könnte natürlich auch nach anderen Ursachen suchen, aber wenn du eh schon davon überzeugt bist, dass das die Wahrheit ist, dann ist es sehr leicht, das als genau so ein Ereignis zu sehen. Dann ist das meine ganz offizielle Theorie, die ich da auch gerne präsentiere. So. Ey, ganz offensichtlich hat jemand den Alten versucht zu wecken, und unser aller Leben ist in Gefahr. Zumindest meins. Wenn das ja nochmal passiert, bin ich ja die Nächste. Daraufhin fällt Unuk der Teller und die Gabel komplett aus der Hand und auf den Boden. Und sie guckt Maggie mit riesengroßen Augen an. Was für Geschirr habt ihr? Holz. Also ich würde sagen, was widerstandsfähig ist, weil es ein Schiff ist, das sich bewegt. Wir haben jetzt nicht Porzellanteller. Nee, ist okay, aber dann heißt es quasi, Eis. Es fällt runter und es klappert richtig laut aus Eis. Ja. Okay, aber... Aber wer sollte das machen? Hast du da jetzt irgendwie einen
Grundlage für, warum du glaubst, dass der Alte aufwacht, oder ist das jetzt einfach nur deine Vermutung? Ich frage Björn, das ist durchaus eine, das ist jetzt keine geheime Sekte, sondern es sind tatsächlich quasi religiöse Ansichten, die Leute haben, oder? Ja, das könnte auch durchaus was sein. Das könnt ihr für euch entscheiden, Flix und Merja, aber was ihr auch schon mal gehört haben könntet. Also, wenn ihr quasi jetzt so mit der Nase drauf gestoßen werdet, ihr habt das schon mal gehört, könntet ihr die Schlussfolgerung nachvollziehen. Also an sich, es wissen ja alle, dass es den Eiselementar gibt. Und je nachdem, wie lange die Welt schon existiert, wird sich der ein oder andere wahrscheinlich ja schon fragen, was passiert. Okay, was ist denn, wenn der aufwacht? Und ja, deswegen sind das, glaube ich, ganz gängige Theorien. Da sollte jetzt quasi niemand denken, ach so, uh-huh. In meinem Kopf ist das schon, glaube ich, was viele munkeln und was jetzt ganz offensichtlich wahr geworden ist. Und genauso würde ich das auch frame, weil das ist auch, es ist Markets Meinung oder Glaube, dass genau das so ist. Wenn das Eiselementar aufwacht, dann ist ja Kacke am Dampfen, weil dann alle Träume verschwinden, inklusive mir selbst. Ja, also ich meine, ich glaube, uns ist allen klar, dass wir das schon verhindern sollten. Ne? Also ich, wenn wir die Möglichkeit haben, weil ich meine, also das ist mega schlimm. Erstens für alle Bewohner offensichtlich eines Traums. Und dich will ich in jedem Fall nicht verlieren. Also wir sollten schon dafür auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir herausfinden, wer war das und vor allem warum. Wie verhindern wir, dass es nochmal passiert? Richtig. Wie verhindern wir, dass es nochmal passiert? Und vor allem stelle ich mir die Frage, aber das verstehe ich nicht ganz. Der Traum ist verschwunden und warum wurde da dann nicht wieder der Elementar draus? Weißt du das? Nee, die Träume, also, oder habe ich das jetzt falsch verstanden, aber die Träume sind ja nicht Teil des Elementars, sondern das Elementar ist irgendwo träumt und irgendwo an einem anderen Ort entstehen dann diese Träume physisch manifestiert. Das ist eine spannende Frage, Björn. Ich habe zuerst tatsächlich auch gedacht, alles Eis auf unserer Welt komplett das Eiselementar ist. Ist das so? Oder gibt es tatsächlich normales Eis auch da? Ist das bekannt, dass es irgendwo auch normales Eis ohne Magie gibt? Ich hätte auch gedacht, dass alles dieses Eiselementar ist. Ihr seid quasi in dem Eiselementar die ganze Zeit. Das heißt, dieses Eis, was da jetzt entstanden ist, als Rückstand in diesem Traum, sowas habe ich noch nie gesehen. Ein Eiselementarloses Eis. Jein, ich meine, wenn zum Beispiel das Eiselementar, wir hatten ja schon etabliert im ersten Traum, in dem ihr wart, in dieser Insel, dass du da auch im Boden noch Reste der Magie gespürt hast, aber je länger so ein Traum besteht, desto mehr verflüchtigt sich das und wird quasi ein normales Gebilde sozusagen. Das heißt, wenn das Eiselementar von, super scheuert, das klingt jetzt von Eis träumt, dann wird das über Zeit halt normales Eis. Ah, okay, verstehe. Also du hast schon nicht magisches Eis gesehen. Okay. Das heißt, die Theorie, ansonsten ist der Rest der Welt sagen, magisches Eis. Das heißt, man könnte, aber total großer Sprung, kann das sein, dass der Traum quasi gar nicht, so wie ich verstehe es, nicht weg ist und quasi das Eisinventar übrig geblieben ist, sondern dieser Traum hat sich quasi hat sich in einen reinen Eistraum verwandelt, quasi, der nur aus dem Nicht-Eisinventar Eis besteht. Ah, ich weiß nicht, wie die Welt hergeholt. Finde ich jetzt ein bisschen stretchy. Naja, komm, ja, nee, lass mal weg. Ich würde es eher so framen, dass diese Magie, die dem Eiselementar innewohnt, komplett verflogen ist. Und wenn die komplett verfliegt, bleibt halt nichts anderes übrig als Eis. Okay. Ja. So, du meinst, die Magie verschwindet quasi. Ah, okay. Das will es erklären. Hat jemand von euch irgendwie noch gesehen, wer das war? Woher das kam? Also ich meine, wir alle haben gesehen, dass das irgendwie aus dem Bergbauschacht kam. Aber mehr habe ich nicht mitbekommen. Ich war irgendwie total beschäftigt, irgendwie noch ein paar Leute mit an die Hände zu nehmen und aufs Schiff zu rennen. Habt ihr irgendwas gesehen? Und Onuk fängt an, in den Taschen ihrer Kleidung zu kramen und zieht dann das Pergament hervor, so zusammengeknüllt, wo sie in Schwarz und Rot eine möglicherweise humanoide Gestalt draufgemalt hat, ja, und hält es Flix so unter die Nase. Ich gucke mir das an und sage, das ist schön gemalt, Onuk. Was ist das? Da. Die kamen da raus, aus dem Traum und sind dann weg.
Du meinst, dass die, die du hier gemalt hast, die meinst du, war das, die den Traum gemacht hat? Also erstmal war es eine Frau? Kannst du das, so genau sehen? Das weiß ich nicht. Die Person. Ah, okay. Krass, du konntest sie sehen? Ist ja verrückt. Ganz klein. Ganz weit weg. Sie konnte sich aber noch bewegen, währenddessen um sie herum alles verschwunden ist? Ja, wir waren schon auf dem Schiff. Und sind los. Oh, krass. Wollen wir das irgendwie melden? Also gibt... Polizei. Ja, na, ich meine, ernsthaft. Sowas in der Welt? Irgendwie eine Autorität? Irgendwie? Also zumindest gibt es ja so Art, also ich will nicht sagen, naja, wie soll ich sagen, also so, mir fällt irgendwie die ganze Zeit nur Gewerkschaften ein, weil das wirklich ja sondern Bund. Ja, so genau, so die, wie die Hafner oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, suchst du sowas wie die Traumwächter? Ja, sowas in der Richtung. Haben wir da nicht jemanden bei uns auf. Na. Genau, das ist eine spannende Frage. Sowas wie die Traumwächter. Ne? Ich meine, es gibt auch die Diebesgilden und so, das weiß ich. Aber ich glaube, wobei, vielleicht wären die sogar auch daran interessiert, weil. Nee, Eishüter, kein Traumwächter. Warte mal, gehst du einfach davon aus, dass es eine Diebesgilde gibt? Also, ich finde ja, Diebesgilden ist so ziemlich die dümmste Idee aller Fantasy-Welten, aber okay. Dann hast du die Einleitung und die Stadt, die ich beschrieben habe, nicht gelesen. Oder nicht, ach, oder nicht, oder nicht mehr im Kopf. Du hast also Diebesgilden eingeführt. Cool. Natürlich. durch die Hintertür, ganz im Geheimen. Reingesneakt. Ja, total öffentlich, erste Runde. Stadt vorgelesen mit allen Inhalten. Ja. Genau. Oh, krass. Also ja, aber nochmal zur Frage, sowas gibt es, die Eishüter oder irgendwie sowas in der Richtung? Jetzt mal Uno ganz groß angucken und sagen, das ist nicht dein Laden. Uno holt ihre Polizeimarke raus. Ja, und ihren Notizblock und steckt sich so ein Zahnstocher zwischen die Zähne. Keiner verlässt den Raum. Ja, Unuk schien für einen Moment so ein bisschen auf dem Schlauch zu stehen. Und dann kann man ihr quasi so ein bisschen beim Denken zusehen. Und sie nimmt, sie reißt Flix den Zettel wieder aus der Hand und sagt, wir müssen das den Ältesten erzählen. Da wäre ich absolut bei dir. Das müssen wir machen. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung bei der Suche. Vielleicht können die uns auch sagen, ob es sowas schon mal gab. Ich meine, wenn sowas schon mal passiert ist, dann würden doch die Überlebenden sich auch vielleicht an deinen Stamm wenden, oder? Oder jemand von meinem Stamm hat das gehört, gesehen. Genau. Gut, geben Frage. Bist du schon mal, während wir uns kennen, zurückgekehrt zu deinem Stamm? Also gehst du da ab und zu mal wieder nach Hause oder bist du auf einer richtig langen Bilderfahrt, wo du erst am Ende zu Hause bist? Das ist quasi ihre erste Traumsammelreise. Und es ist quasi so der Initiationsritus zum Erwachsenwerden. Ich meine, Unuk ist schon so Anfang 20, aber das ist, ne, das ist so der Übergang zum richtigen Erwachsenwerden. Und die Reise sollte eigentlich ein paar Jahre dauern. Okay. Und danach erst sollte sie zurückkehren. Also sie hat eigentlich einen Ordner mit leeren Blättern. Und den muss sie ganz voll machen, ne? Und wenn der voll ist, kann sie zurück. Und danach müsste sie sich entscheiden, ob sie entweder da bleibt oder wieder auf Reisen gehen will. Okay, also jetzt zurückgehen könnte theoretisch auch schlecht für dich sein, weil du deine Pilgerfahrt eigentlich noch nicht abgeschlossen hast. Da können sie draußen bleiben. Machen wir genau, also, oder sagen wir, also es ist nicht unmöglich zurückzugehen. Ne? Also wenn man verletzt ist oder so, dann kann man auch jederzeit nach Hause gehen, aber es ist nicht üblich. Ja, aber ich meine, hallo, ist ja Notsituation. Der Weltuntergang ist eingebrochen, ich glaube, das ist eine gute Ausrede. Es ist eine total legitime Situation, um zurückzukehren, ja. Ja, dann haben wir doch ein Ziel, würde ich mal sagen. Weil wenn wir jetzt sonst, also natürlich, das ist eine Frage, gibt es da irgendwelche Königreiche, große Städte mit Polizei, irgendeine Autorität, denen man das jetzt sagen müsste?
Oder gehen wir sowieso davon aus, dass unsere Überlebenden das jetzt schon überall rumerzählt haben? Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das gesehen haben, es sind ja viele Schiffe geflüchtet. Also ich glaube, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, das wird sich über die Gerüchteküche durchaus ziemlich zügig verbreiten. Dann würde ich sagen, auf zu den Eishütern. Den Ältesten. Oder den Jüngsten. Die Ältesten. Okay, Arina, dann wo müssen ja. wir wo, Entschuldigung, Unuk, wo müssen wir hin? Nach Utik. Und während sie das Wort sagt, flitzt sie in ihre Kabine, um eine Karte zu holen, die sie dann auf den Küchentisch haut und dann da drauf deutet, in der Hoffnung, dass Maggie sich die Karte genau anguckt und dann schon versteht, wo sie hin navigieren muss. Ja, wäre einen kurzen Blick drauf, da alles klar. Okay, Richtung Nord-Nordost, 5 Grad. Hier schon mal. 72 Knoten. Ja. Würde ich sagen, 72 alle, Knoten machen wir. Dann würde ich sagen, wir haben ein Ziel, alle auf ihre Posten. Maggie, Merja, mach den Heizkessel klar. Nee, Quatsch, starte das. Den antimagischen Antrieb und los geht's. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, jetzt ist die Frage, wie lange fahren wir jetzt dahin und passiert da irgendwas auf der Fahrt? Ich würde sagen, for convenience, lasst uns sagen, ihr seid eine Woche unterwegs oder so. Also, wir haben zwischen diesen Reisen schon immer, dass mehrere Tage, wenn nicht sogar noch mehr, vergeht. Aber ich glaube, eine Woche ist so, da kann man dann direkt hinfahren, da habt ihr die Vorräte. Es wären sicher noch einige Gespräche gegangen, dazu gekommen, so was wir so für Ideen hätten, wie wir das verhindern können. Bestimmt. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass wir dann das Thema nicht mehr ansprechen. Ja, haben wahrscheinlich wir rausbekommen. Also zumindest ich als Market habe keine große Idee. Ich würde potenziell zwischendrin mal tatsächlich Kontakt mit dem Eis aufnehmen, aber ich meine, das Eis spricht jetzt halt nicht irgendwie in klaren Sätzen zu mir und sagt, ja, alles klar, guck hier, ich war gerade kurz wach. Nee, aber Fragen, die ich dir gestellt hätte, wären bestimmt sowas wie, wenn man den aufwecken kann, kann man ihn auch wieder schlafen legen, zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Ja, muss ja. Ich meine, ich erkläre mir das jetzt so, dass jemand versucht hat, ihn aufzuwecken und er quasi einen unruhigen, also quasi so ein bisschen aus seinem Schlaf leicht rausgerissen worden ist und deswegen der Traum jetzt weg ist und er dann sofort wieder eingeschlafen ist. Weil sonst wären ja alle weg. Also wenn der richtig komplett aufwachen würde, dann wäre ich ja sofort jetzt auch weg gewesen. Dann wäre ja alles weg und nicht bloß ein Traum. Also offensichtlich war das jetzt irgendwie vielleicht ein Probelauf oder war noch nicht erfolgreich genug für die Menschen, die den oder Leute, die den aufwecken wollen. Das ist meine Theorie. Ist denn bekannt, beziehungsweise wissen wir, wo der sich tatsächlich die Entität findet? Also wo die... Nee. Okay. Also ich meine, wie gesagt, es ist halt das Eiselementar. Das Ding ist doch die Entität. Es gibt kein Eiselementar, was irgendwo liegt. Ich meinte jetzt, also nach dem Motto, wenn ich den jetzt mit einem lauten Tröte wecken wollte, wüsste ich, wo ich da hingehen muss, wo dem seine Ohren so sind. Das war so ein bisschen meine Frage. Klar ist irgendwie überall, ne? Aber du weißt, was ich meine. Meine Theorie, wir laufen halt die ganze Zeit auf dem rum und bohren uns durch den durch. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir das Eis nicht zu sehr verletzen. Und ich gehe davon aus, von der Theorie, dass irgendjemand richtig doll auch umgehauen hat oder einen großen Brocken Eis kaputt gemacht oder sowas. Also das wäre jetzt, würde ich mich gerne würmen, dass nicht das ist, was die Leute glauben, wie man den tot potenziell aufwecken kann. Aber ich wäre jetzt so meine eigene Theorie, so ein bisschen als Naturgötter nicht wecken, so ein Gedöns. In erster Instanz klang das, was du sagtest, für mich als wäre die Theorie, dass irgendjemand aktiv versucht, es aufzuwecken, aber dann, das klingt ja eher fast wie ein Minenunfall oder so, dass sie. Ja, das kann man ja verbinden, also ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass das aus Versehen passieren kann, aber die Wucht und die, also irgendeine fliehende Person, die gesehen hat, kann natürlich auch sein, dass es trotzdem mit Absicht ist. Wissen wir nicht. Okay. Mit Unuk hätte ich mich
unterhalten, hundertprozentig darüber, einerseits, wie wir verhindern können, dass sie Probleme bekommt mit ihrer Mission sozusagen und ob es irgendwelche Rituale, Floskeln, na, wie sagt man, also Benimmregeln. Ja, Benimmregeln, ob man Geschenke mitbringt oder sowas, ob es bestimmte Bräuche gibt, auf die wir, Rücksicht nehmen können, sozusagen, oder auf die ich Rücksicht nehmen kann, wenn ich den Ältesten, wie auch immer, entgegentrete. Für Unuk sind diese Fragen natürlich im ersten Augenblick ein bisschen befremdlich, weil eigentlich weiß man ja, wie man sich Ältesten gegenüber zu verhalten hat, aber dann denkt sie nochmal nach und versteht, dass Flix wahrscheinlich keine Ältesten in dem Sinne hat. Und sie erklärt dann, dass sie quasi nach Utik kommen und dort den Siedlungsvorsteher oder die Siedlungsvorsteherin begrüßen und die Lage erklären müssen, um dann um eine, nicht Audienz, aber quasi um ein Treffen mit den Ältesten zu bitten, wo sie dann ja die Situation bestmöglich erklären müssen. Und was die Bedenken betrifft, wird sie sagen, dass es schon ungewöhnlich ist, aber dass es so ein seltsames und ihres Wissens nach seltenes Ereignis war, das sie da beobachtet haben, dass sie das auf jeden Fall erzählen muss. Also, dass es gar das ist keine quasi andere deine Möglichkeit. Heilige Pflicht. Ja, dass es für sie gar keine andere Möglichkeit gibt, als zu nach Utik zu reisen und den Ältesten davon zu berichten. Quasi auch tatsächlich, die haben keine Post oder irgendwie irgendwas, wo man Kontakt aufnimmt, um irgendwie Informationen abzugeben oder abzuholen, ja? Nein, du musst schon dorthin reisen. Das ist schon ein bisschen secluded, ja? Das ist nicht irgendwie eine offene Gesellschaft, wo dann alle einfach ein und aus rein und raus spazieren können. Du kannst denen nicht faxen. Welche Diskette? Nee, mach bitte keine Faxen. Also ich meine, es kann schon prinzipiell jeder dorthin fahren und wird auch willkommen geheißen. Also es ist eine sehr gastfreundliche Gesellschaft, aber außer Besucher zu empfangen und ihre Traumsammler in die Welt zu schicken, ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel Austausch mit der Außenwelt. Okay. Cool, gut. Ja, mehr Fragen hätte ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Außer, ob der Arm schon fertig dran gebaut ist. Du hast jetzt eine Woche Zeit. Ja, aber wir finden uns in Fahrt. Ja, eben. Das ja, eben. Ach so, dann bauen wir in freier Fahrt. Natürlich. So du navigierst das Schiff genau. Dann halbwegs von alleine. Und ich hänge irgendwie außen über und das Schiff hinaus durch und durchs Eis durch. Ist klar. Ja, eigentlich. Mal blöde Frage, sind wir normalerweise eher unterm Eis unterwegs oder obendrauf? Fragst du das jetzt mich? Ja, ich frage das uns, weil also quasi ist, was ist unser normaler Modus? Oder schon durchfräsen? Was ist schneller? Also oder besser? Schneller ist egal, aber ich glaube, wir sind primär deshalb eher an der Oberfläche, weil wir dadurch auch frische Luft bekommen und sowas, ne? Also so wie unter Wasser geht immer so, aber die Luft ist dann halt schon irgendwann so ein bisschen shitty, ne? Tick tatsächlich an der Oberfläche, oder ist das in unterirdisch? Also es ist ja auch... Und ist es ein Traum? Ja, das ist... Detailfragen. Ja, lauter so Detailfragen, oh Gott. Also ich würde schon davon ausgehen, dass es ein Traum ist. Wahrscheinlich ein sehr, sehr alter Traum. Also einer der ersten Träume vielleicht. Also bist du auch Eisblüter? Also weiß, oder wisst ihr das? Oder seid ihr da einfach hingezogen quasi? Das ist ja Berlin, mehr oder weniger. Also sie ist schon von dort, aber wenn sie ein Eisblüter ist, dann sehr, 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 sehr schwach. Also es sind auch normale Menschen irgendwann und andere irgendwann dort angekommen und sie wird kein reiner Eisblüter sein.
Das ist auch eine spannende Frage, weil was ist denn, wenn sich quasi, also so Mischblüter, sage ich jetzt mal so, und da dann der Traum verschwindet? Dann verschwindet ihr kleiner Finger, die rechte Niere und... Also, ja, genau, okay. Also, wenn, also ich glaube, sowas haben wir ja nicht beobachtet. Ich würde einfach mal behaupten, dieser Traum, in dem wir waren, da sind so viele verschwunden. Ich glaube nicht, dass es alles 100% der Eisblüter, so wie ich will, waren, sondern da auch ein paar Mischers dabei waren. Ich würde eher, also Björn kann es gerne korrigieren, ob wir sowas, das eine richtige Schlussfolgerung ist, aber ich glaube schon, dass da einfach mit der Menge, die verschwunden sind, da auch die Halbblüter oder Viertelblüter, vielleicht gibt es irgendwo eine Schwelle, keine Ahnung, irgendwo ab einem gewissen Level bist du nicht mehr dabei und ansonsten schon. Also es wäre zumindest realistisch gewesen, wenn Halbblüter und so verschont wären, dann hätten wir ja vermutlich irgendwen getroffen, der irgendwie überlebt hätte und von da stammt. Es ist halt auch fraglich, ne, ob du als Halbblut in so einer Situation bestehen bliebest, wenn du keinen Kontakt zu deinem Traum hast, also wenn du dich außerhalb des Traumes befindest, oder ob du verschwindest, weil du in deinem Traum drin bist. Das wäre für mich schon ziemlich relevant, diese Frage zu beantworten. Ja. Ja, und das wäre für Unuk auch interessant, die bewegt sich gerade auf ihren Traum hinzu. Aber das wissen wir ja nicht. Ne? Also, nee, das kriegt man, glaube ich, ist ja schwierig rauszukriegen. Müsste man ja nachforschen, ob irgendwo einfach so Leute verschwunden sind, okay, die ursprünglich von da kamen. Und was passiert mit Leuten, die gar nicht zu dem Traum gehören, aber sich im Traum befinden, während er sich auflöst? Werden sie dann auch sind in Eis aufgelöst? Ja. Und was ist mit Leuten, die zu dem Traum gehören, aber sich ganz woanders befinden? Also ich höre daraus, dass ihr noch ein paar Träume versenken wollt. Nein! Wir wollen beobachten, wie ein paar Träume versenken. Nein. Um die alles Frage Fragen, die wir den Ältesten stellen werden, die du alle beantworten musst nächstes Mal, lieber Björn. Aber um die Frage der Navigation zu beantworten, Utik befindet sich schon oberhalb, aber der Rest des Traumes kann sich auch so tiefer, also es ist so ein bisschen geschichtet. Ne? Es gibt so ein Bergplateau und ein Hinterland und so, und das kann dann schon auch cool von Eis überdeckt sein. Das ist ein richtig großes, also ist es schon fast ein kleines Reich, oder ist es tatsächlich auch eher eine kleine Stadt, die bloß halt verschiedene Viertel hat? Also es gibt den Hafen und der hat eine kleine Siedlung. Und dann gibt es den Ort, wo die Ältesten leben. Und dann gibt es noch ganz viele andere Siedlungen. Okay, also ist schon was Größeres. Ist schon größer, ja. Okay, verstehe. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Szene quasi ab und ihr kommt in Utik an. Und das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Und dann gucken wir, wäre natürlich toll, wenn ihr die Frage nochmal aufschreibt. Dann kann ich mir Gedanken machen. Du kannst die Aufnahme nochmal hören, du Seeschneider. Ja. Hallo Isoboy und Paul. Wollt ihr uns die Frage nochmal aufschreiben? Sehr stark. Isoboy hört ja gerade live zu, also. Ach nee. Ach, schön. So viele sind es nicht. Was passiert mit Halbblütern? Was passiert mit Leuten, die nicht im Traum drin sind? Und was passiert mit, also die da geboren sind, aber woanders sind? Und was passiert mit Leuten, die nicht geboren sind, aber trotzdem gerade sich in dem Traum aufhalten? Ja, ich sehe da so eine schöne Tabelle. Nicht. Auf der einen Seite ist Position und Blut und das andere ist aktuelle Position zum Verschwinden. Ja, aber so ist es tatsächlich. Genau das. Die Ältesten können schon mal eine PowerPoint vorbereiten. Ja. Und dann ist natürlich auch noch relevant der Prozentsatz an Reinblütigkeit sozusagen, ab dem man dann darunter fällt. Das stimmt, aber viel relevanter finde ich. Wir brauchen dann für jeden eine Ahnentafel exakt. Und Du meinst sowas, wo dann quasi draufsteht, hey, vielen Dank an Isoboy und Nico, die uns auf patreon.com/triple20 unterstützen, deren Traum garantiert nicht verschwindet,
Genau sowas. Ja. Genau sowas. Hab ich auch Wenn ihr auch so cool sein wollt und unsere Träume verwirklichen wollt, könnt ihr. Könnt ihr das auf patreon.com oder co. In das Vieh. Schön. Dann war's das. Für heute. Für heute. Ja, cool. Siehst du, da hätten wir wirklich, das hätten wir ohne Forge spielen können. Wir hatten am Anfang noch gewitzelt, wenn das Ding jetzt down ist, ob wir trotzdem spielen können, aber konnten wir. Wir sind ja zu Fate gewechselt, weil Björn kein Regelwerk braucht. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob Mer ja nicht würfeln muss auf Craften sozusagen, ob sie. Ob da sie ist das Arm letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, ob aber also ich halte es für Quatsch, dass ich das während der Fahrt anbaue. Ja, nee. Und ich halte es fast für Quatsch, dass du das überhaupt baust, aber ich muss mir nochmal angucken, was du da für ein Video geschickt hast. Also ich denke, du wirst die Vorbereitungen dafür, also während der Fahrt wirst du natürlich nicht draußen am Schiff hängen und da versuchen, irgendwie an Seilen befestigt, da irgendwie diesen Arm zu montieren. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du in der Halle, wo dieser Bohrkopf ist, bestimmt schon angefangen hast, irgendwie so einen Arm zu konstruieren, der zumindest über Zahnräder. Also erstmal muss ich ja den Bohrer überhaupt zusammenbauen. Ja. Du, das machst du doch an einem Tag. Ja, ja, klar. Das ist doch nichts für dich, du. Da ist doch noch eine Anleitung dabei. Anleitung. Da kann man das nächste Mal rollen drauf, ja. So, Leon, ich finde es ja richtig stark, dass du in den Discord-Chat den Winter Soldier als GIF reingemacht hast. Sehr thematisch. Ja, ich fand, das passte. Sehr cool. Also, ja. Erklär es ihm nochmal, Thomas, nur damit wir es auch alle verstehen. Hat einen Marvel-Charakter namens Winter Soldier in den Chat gepackt, der sich gerade auflöst. Und der Winter Soldier heißt der Winter Soldier, weil der was mit Winter zu tun hat und bei uns ist kalt. Verstehst du? Ja. Mega ja, geil. Das hast du gut erkannt. Ich bin froh, dass wir das nochmal geklärt haben. Ja. Das wäre sonst voll an einigen Leuten vorbeigezogen. Ja. Außerdem haben jetzt auch die was davon, die schändlicherweise nicht auf unserem Discord sind. Und uns nicht unterstützen. Echt mal. Nee, das habe ich im öffentlichen Chat gemacht. Das ist nicht der Supporter-Chat. Nee, Quatsch, wirklich? Ja. Es ist mir dann auch zwischendurch aufgefallen, dass ich einigen Leuten jetzt Spoiler für eine Folge gegeben habe. Nein. Vielleicht in 2 Monaten oder so hören. Ach nee, ja, das ist die Supporter-Area. Entschuldigung. Ja, na, ja. Cool. Ja, ich vergaß. Ich war jetzt gerade, ja. Nee, dann nicht. Ich dachte, wir hätten einen Supporter-Kanal und nicht eine ganze Area. Das hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ja. Alles ist gut. Dein Geheimnis ist sicher. Das sind wenigstens die Leute, die uns direkt heute noch hören können. Ja. Sehr schön. Tschüss.